Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Oh, die Heidi hört mich. Ja, ja. Hallo Prinz. 5 Uhr morgens. Und wer geht in den Pool? Ich. Hab schon alles dabei. So. Ich bin die Erste im Pool. Schon logisch. Okay? Ja. Kinder, ihr müsst warten. Guck mal, die blöden Puten. Kommt! Lecker, lecker. Die fressen mir das Gras. Die Puten sind nicht gut, gell? Nicht aufregen, Charlie. Erst mal zum Pool gehen. So. Also. Und eine Tüte für die Affen habe ich auch dabei, Affenfutter. So. Das Wasser läuft aber noch, gell? Na? Fausi, wo bist du? Da bist du. Bist nicht mehr sauer, hä? Bist nicht mehr sauer wie gestern. Ja. Schaut, hier haben wir uns ein schönes Eckle gemacht, gell? Da sind wir gestern gesessen, Füße drauf und relaxing. Ja, bei uns ist gerade so heiß, dass ich gar abends gar keine Mücken habe. Wo ist die Sheila? Sitzt sie noch da oben? Wo ist die Chili? Ja, da oben. Okay. Also jetzt bringe ich erstmal die Puten da hinten weg. Und dann schwupps im Pool. Aber das Wasser läuft noch. Es ist fast voll. Ja, ich war schon zweimal im Pool. Einmal mit und einmal ohne. Das ist zu nass. Das war mir zu kalt. Und jetzt ist es mir auch noch zu kalt, das Wasser. Ich weiß auch nicht. Ja, das kommt ja mit dem Motor richtig. Von deep down, ganz unten. Ja, jetzt hocke ich wieder da mit meinem Quant, gell? Sonne kommt jetzt. Wir haben es kurz, was haben wir denn? Kurz vor 6 so rum. Und ich bin noch ganz erfrischt. Oh, ist das schön. Alle Tiere gefüttert. Kätzle in Ordnung. Haben heute eine Dose wieder gekriegt. Alle 2 Tage mache ich eine Dose für alle auf, ne? Ja, gucken wir mal. Und natürlich kriegt die Princess mehr. Logisch. Ja, habe ich da noch mal Cola. Und alle schlafen noch. Und die glotzen aufs Feld. Ja. Also ich habe mir heute, heute kommt das Netz. Ich habe mir vorgestellt, dass ich das Netz genau hier oben drüber mache. Dann haben wir auch weniger Staub hier im Dings. Von hier angefangen, hier drüber, so, und dann rüber hier. Weil das ist, wenn es lang, 2 Meter, so, dass es halt ein bisschen, ne, und rechts und links wird offen sein. Aber das geht 10 Meter lang. Und dann würde ich da von hier einen Strick machen, bis hierher, dass es da oben gespannt ist, aber an der Seite, und den Rest hier runterfallen lassen. Dann haben wir von hier einen Sichtschutz und von oben. Auch wegen Staub besser und wegen allem besser. Na, mal sehen. Und vielleicht kaufe ich mir nochmal ein Netz, wenn das zu klein ist. 10 Meter auf 2, schauen wir mal. Ich freue mich. Also, die Hocke und Hocke und die Eier sind leer. Ich weiß auch nicht. Okay? Und wann macht ihr Eier? Ich sehe hier nichts. Keine Eier, die Türkentaube. Die lachen nur, gell? Hihihihihi. Boah. Ist egal. Jetzt gehe ich mal zu den Wellensittichen. Die Kätzle sind versorgt. Ich zeig's euch mal. Ist so schön. Guck mal. Jetzt geht die Sonne. Jetzt haben wir 6 Uhr. Ich hab schon zweimal im Pool. Bin ich Bahnen geschwommen. Leute, will ich wieder. Nee, die frisst immer noch. Hatte. Ja. Wollt ihr wieder raus? Ja. Hier ist so schön sauber. Komme ich ohne Schuhe rein. Gell? Guck mal, alles voll. Was wollt ihr mehr? Nix. Hier, Spieli. Komm mal. Guck mal, die Mäuse. Hallo. Guck mal. Oh. Guck mal. Dexi, du hast so ein helles Gesichtchen.
Vielleicht irgendwie ein Boris-Nachkomme. Guck mal, auch viel Rot hat er. Oder sie. Jetzt gucken wir nochmal zusammen. Schaut mal, was sagt ihr? Also. Nee, jetzt sieht es nach Punkt aus. Moment. Moment. Nee, doch ein Schlitz. Wart. Wart, wart, wart. Ich gucke hier. Ich gucke noch einmal. Nee, hier ist es richtig schlitzig. Also doch ein Junge. Das ist ein ganz feiner Unterschied. Ja, und das ist weiter auseinander. Das habe ich von der Iris gelernt. Also bei Weibchen, ja, ist es näher. Der Schlitz beim Popo und bei den Jungs weiter auseinander. Also, doch, bist doch ein Mann. Gell, Mandy? Die Mandy schläft immer da drin. Geh, geh zu, pass auf. Geh, und du hast einen Milchbauch. Frisch die ganze Milch denn weg. Ja, du hast jetzt drei Kinder, gell? Malisch. Ach, mein Lucky, was will ich machen? Na, was ist das? Ah, das Frischfutter riecht noch, hä? Geh zu deinen Kindern, die rufen dich. Jetzt ist das, der Akku aus. Also, dann gehe ich wieder. Tür zu. Und gut. Wenn die Kinder aufwachen, Mause sagt, weck mich auf, sag ich, klar. Klar nicht, schlaf. Die braucht lang zum... Jetzt holt sie sich hier... Lotte. Die Flotte, Lotte. Die wäre fast runtergekommen heute. Ja. Guckt, Leute, das ist so ein schöner Himmel. Alhamdulillah, we are in Egypt. Ja. Wir haben heute kein Wasser für das Gras. Das muss jetzt so bleiben. Der Pool ist heute urgent important. Ja. Ach, und große Überraschung. Gestern Abend war der, wie heißt der, Rifat da. Der alte Mann, wo wir gedacht haben, der kriegt nichts zusammen. Und jetzt ist sie schwanger, im vierten Monat oder was. Ich muss noch mal gucken, wann wir die, wann er da war. Also die ist doch schwanger, die Bobby Bounty. Ach, Billy, Kushi. Und du? Du doch auch. Halt dein Lapp. Ja. Was ist los, Mausi, was? Oma, was ist los? Ja, Marie. Ach, guck, ich will hier mal gucken, genau. Sind da auch Eier drin? Heia, heia, heia. Die wollen mich versäckeln, nicht ein Ei. Was macht denn er? Nur rumflirten und fressen? Halt ey, klapp, sagt er. Ah ja, ist egal. Gell? Ja, wir haben das jetzt offen gelassen, dann können sie sich selber füttern, selbst versorgen. Wir machen nur noch Wasser. Na, und das Ding bleibt offen. Die wissen dann, wo es Futter gibt. Fertig. Sie müssen da immer jeden Tag auffüllen, ist doch auch blöd. Gell? So Selbstversorger. Und Banane geht's wieder gut, guck. Und selber klotzen, wer ist Banane da oben? Oder? Ja, ja, da oben ist Banane. Die war in der Maus und die hat's überstanden. Ja, so ist es. Punky, alles gut. Guck mal, wie hübsch dein Sohn geworden ist. Kairo, ein Hä, du siehst aber nach Mädchen jetzt aus. Neben deinem Vater siehst du nach Mädchen aus. Warum bist du so aufgeblustert, Momo? Ich sag das. Alles okay? Ja, 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 ja. Also, Kairo sieht jetzt auch Weibchen aus. Was würdet ihr sagen? Guck mal, das Rot ist noch nicht so ausgeprägt. Oder wird es erst, wenn sie Geschlecht fragt? Guck mal, die Farben nebeneinander. Ist doch ein Weible dann. So hell. Ist Kairo weiblich? Dann hast du gar keinen Sohn. Dann bist du ein Madele. Ja, wäre auch gut, gell? Ja. Wunderschönes Kairo. Ja, du bist ganz hübsch. Ja, Vivi. Gell? Was schwätzt ihr da zusammen? Der Lilane macht hier den Clown. Der will die aufheitern. Sie will auch witzig sein.
Ey, ihr fresst mir hier die Schnur, dann klappt, dann geht die. Guck mal, das hängt am seidenen Faden. Ah ja, gut. Und Locke, alles fit? Ja, 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 ja. Du. Na gut. Dann geh ich mal wieder. Alles okay hier. Scheint okay zu sein. Gell, Kuschi? Mahmoud will, dass du einen Junge kriegst. Der will endlich mal einen Mann haben. Wir kriegen immer Mädels. Kühe. Der will den nämlich dann großziehen und dann verkaufen. Am Eid al-Adha. 2-3 Jahre großziehen, aber draußen nicht hier im Stall. Viel zu gefährlich. Oder weiß nicht, wo er das machen will. Vielleicht bei der Selua. Die hat ja Platz. Sie hat ja gar keine Tiere. Nur ein paar Hühnerle. Und die Tauben. Ich weiß nicht, ob sie die noch hat. Gar nicht mal gefragt. Okay, dann gehen wir mal rein. Die Kinder gehen in den Pool, 7 Uhr und ich gehe ins Bettle. Ich muss mich nochmal hinlegen. Ich bin müde. Wo ist der Ball? Den habe ich jetzt umsonst aufgepustet. Ja, Jonas holt den Ball. Also, wie sind die Regeln? Keine Spritzen. Lauter? Keine Spritzen. Das willst du auch anziehen? Ja, kann ich anziehen. Okay, dann ist der wärmer. Der Ball, den hast. Wie sind die Regeln? Keine Ahnung. Haha, keiner spritzt den anderen nass. Wer rumschreit, muss raus. Ihr spielt ruhig. Baba und Mama schlafen jetzt noch eine Runde. Baba schläft sowieso. Der muss früher noch nach einer Stunde. Ich will immer rein und raus machen. Das Wasser ist ein bisschen kalt, wirst du sehen. Ja. Muss sich noch aufwärmen. Ja, auf jeden Fall, die Tiere sind alle versorgt. Dann viel Spaß im Pool. Mama war schon sehr erfrischend. Und du hast deinen Ring, du willst doch tauchen nach dem Ring. Jonas kann ihn ja werfen. Ich ziehe ihn nie aus. Ja, okay. Also, viel Spaß. Wir machen das immer mit einem Salat. Mit dem Stein. Mesh. Bei. Und keiner pinkelt in den Pool. Nee. Okay, das sind die Regeln. Kein Schreien, kein Pinkeln, kein Nassspritzen. Okay, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Und ist kalt? Kalt. Guck die Honigmelone, deck die ab mit dem Handtuch, sonst kommen die Fliegen drauf. Jonas, du kannst doch nicht 2 Honigmelonen. Jetzt. 5 Kilo. 5 Kilo, ja. Das Wasser sieht ein bisschen grün aus. Kann sein, dass es von der Farbe kommt. Wir wissen es nicht. Aber das Wasser stinkt nicht. Wir werden sehen, wenn wir den Filter machen und das Chlor, dann wird sich's reinigen. Na, Jonas war noch nicht drin. Das ist zu kalt. Zu kalt mit den Knochen. Soll ich suchen? Nein, Jonas, nicht nass spritzen. Das ist doch die Regel. Hast du ihn geworfen? Ja, hat er. Ich nur einmal springen. Spring. Oh, okay. Er springt jetzt, Mausi. Springen. Jalla. Zitter Franz. Kein Kopfsprung, bitte. Gänsehaut. Schnell raus. Richtig cool. Guck mal, wie die gucken, die Affen. Was machen die? Den haben wir also dann wieder halbe Melone gegeben. Die haben sich so gefreut. Ja, ja, die haben aber heute jeder eine gekriegt. Aber wir haben die Kühe gekriegt. Ja. Na gut, ich gehe schlafen. Viel Spaß, Kinder. Good morning, darling. You go again. Gestern war ich den ganzen Tag in Kena mit der Schwägerin die ID machen. Für die ist abgelaufen, jetzt ist Akku leer. Ja. And today you go to Naga Hammadi. What you do there? In the color. Ach, jetzt kommt die Küche, die Farbe. Good morning. Ja. Ach, vom Schlafzimmer. Mhm. Na gut. Mama geht schlafen. Also gestern sind die um 10 losgefahren, glaube ich. 10 o'clock you drive? Or 9? 1:30. What? 1:30. 1:30 you drove from here? 2 o'clock. But you come when?
المغرب. Because Ahmed he in the work, he must come with us. We don't know the place. Na gut. Okay. Also good night. Leute, ich kann euch einfach gar nicht sagen, wie schön das ist. Buch, wo ist der Mikro? Im Bett liegen, Klimaanlage, super Matratze, das Topping, davor noch kurz im Pool gewesen. Also das ist für mich Luxus pur. Und jetzt schön angeblasen werden von der kalten Klima. Subhanallah, ich glaube es nicht. Und jetzt schön schlafen. Ja, wunderschön. Und ich bin so dankbar, Alhamdulillah, Shukran Allah, für dieses Blessing, für dieses alles, was wir haben. Alhamdulillah. Mal wieder ich. Nachmittagsschlaf, die Kinder haben schon, die schlafen jetzt ihren Mittagsschlaf. Die waren total lieb, ruhig, haben schön gespielt im Wasser, sind fix und alle und schlafen. Und ich gehe jetzt in den Pool. Alles aufgeräumt, das Haus. Beim Jonas das Zimmer, da braucht man Streichhölzer. Da geht gar nichts. Oh, schaut mal. Ey, ich lasse die Katzen raus. Die fressen die Samen, die Fächel. Jetzt haben sie es gecheckt, dass hier was ist, ne? Weil es trocken ist. Geht weg. Sag mal, für was haben wir Katzen? Dass die unseren Grassamen fressen. Sag's euch. Ah, ich habe ja bestellt wieder, gell? Tiki, komm raus, fang die Viecher. Komm. Oh. Ja, gucken wir mal, alles gut hier. Oh, Schnurri. Guck mal, den ist auch warm, die gehen schon ins Kalte, in die Ecke. Miau. Entschuldigung. Man kann nicht immer Nassfutter haben, gell, Tiki? Jetzt lassen wir hier mal offen. Lotte? Nee, die ist im Haus, da ist schön kühl. Da sind dicke Wände. So, tschick. Und Mama geht ins kalte Nass. Habt ihr hier schon? Alles in Ordnung hier? Guck mal die an. Alles gut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wasser da. Alles gut. Eier leer, Säckel. Ja. Und jetzt kommt mal und fangt die Vögel da. Also nee, der Fause wird die gleich fangen. Hier habe ich jetzt mein Bersim-Lager, Futterlager. Weil draußen wird es immer klaut von der Tante, von was weiß ich. Die brauche hier mal ein bisschen Bersim, da mal ein bisschen. Habe ich euch erzählt, die ist schwanger. Ah ja, habe ich. Gut, schon wieder. Also diese Flasche nervt mich immer, muss ich. Dann kommt die immer wieder raus. Keine Ahnung. Ach, ich gehe jetzt erstmal nicht auf Rege Charlie. Gell? Du, diesmal ein Mann will mein Mann. Bitte. Oh, ist das heiß. Oha. Ich hab mein Badeanzügle drunter, gell? Jetzt wird's auch blöd. Ich wollte doch die Haare färben. Da darf ich erst mal ein paar Tage meine Haare da nicht in den Pool. Dann wird der Pool schwarz. Sag's euch. Ja. Oh, das sind viele Klamotten. Die Kinder, was die da veranstaltet haben, werden wir gleich mal sehen. Mein Cola ist dabei. Hat mein Mann den Schwimmer gemacht? Sieht's da aus und orange. Wo ist der Schwimmer? Ach, der schwimmt doch. Guck mal, das hat auch schon ein Loch, aber das war schon. Das Wasser sieht ein bisschen grünlich aus, aber das ist nicht ganz frisch. Vielleicht von der Farbe ein bisschen, deswegen. Ja, das geht schon weg. Wir verrecken nicht. Komm, jetzt gehen wir gleich der Äffle. Fausi! Komm, Orange. Kommen Sie. Wer will die Orange haben? Und wo ist die Sheila? Da fehlt doch wieder. Ah, da oben, komm. Die sind satt. Kommt Kossau. Also, guck mal, welches Handtuch ist noch trocken. Ah, das ist getrocknet von heute Morgen. Heia, heia, heia. Gut, Sonne, guck mal, die haben getaucht wie die Großen. Ja. Kann ich erstmal putzen. Ganz toll gemacht, Kinder. Ich wollte mich schön relaxen ins Wasser. Das kann ich erstmal putzen, bevor ich hier was mache. Ah ja. Machen wir so. Guck mal da. Wenn man hier steht, sehen die Nachbarn ein. Da darf man halt nicht stehen, gell? So. Oh, der Stuhl war im Wasser, wie ich sehe.
Oder war der nass? Naja, okay, ist nicht so interessant, Leute, was man hier, was ich jetzt hier treibe. Also, bis denn, ich tauche mal unter. Was wollen Sie? Der Judas, die spielen gerade Lifeguard. Und der Judas sagt, oh, kann man damit Geld verdienen? Ich, klar, es gibt Lifeguards. Die kriegen Geld dafür. Das kriegt er. Wie viel kriegt man für einen Mensch? Wie viel kriegst du für einen Mensch? Nee, du machst das nicht. Guck mal, die Affen, die machen da Romanum. Ich muss jetzt kochen. Die Mama, gell? Also, viel Spaß, Kinder. Abendstimmung im Affenstall. Jeder kriegt noch eine. Die hat sie noch nicht gefunden. Da hinten, genau da hinten musst du gucken. Da ist deine Pfirsich. Die ist da irgendwo da hinten hingekullert und die sieht sie nicht. Nur der Fause ist. Naja, wirst schon noch sehen, morgen. Gell? Fause hat seine. Heute sind die Nachbarskinder gekommen mit einer kleinen Babykatze. So in der Art, ich bin der Tierarzt, ich soll gucken. Natürlich keine Wurmtablette gegeben, kriegt Biskuit zu essen. Und Nidomilch, dieses Pulver für die Kinder. Ja, Katzenschnupfen, Augenentzündung. Ach, hör mal auf. Ja, konnte nicht viel machen. Ne? Ich habe gesagt, er muss Wurmtablette bekommen. Du musst zum Tierarzt mit ihm. Aber die gehen ja klar nicht. Und habe ihr Futter mitgegeben. Und halt Augensalbe rein und Nase geputzt. Und dann habe ich mich umgezogen. Hände desinfiziert. Ne? Eine Katze natürlich alle vorher rein. Nicht, dass sie irgendwie in Kontakt, das war auch ein Männchen, ein kleiner, 4 Monate alt. Ja, auch ein Shirazi. Und dann klopft es an der Tür wieder, ich eine neue Abaya an. Dann kommt das gleiche, die gleichen Kinder, aber mit einer anderen Katze. Das ist die Nachbarin, die hat den Brot, die Schwester von dem. Der eine heißt Cat und das Mädchen heißt Kitty. Und die Kitty soll ich auch angucken. Bist jetzt fertig? Eieiei. Und die hatte nix. Die wollten nur... Ach so, ich habe ja noch Vanille. Willst du das jetzt fangen? Guck, tu es dahin. Da für dich. Nimm du auch. Komm, Fausi. Komm zur Mama. Ja, die wollten so Vanille-Shampoo, dass ich das drauf mache. Ne? Weil die hat gestunken, die Katze. Und die hat im Bett geschlafen mit den Kindern. Ja, Mione, sein Laptop ist zurück. Der war jetzt, keine Ahnung, 2 Monate wird dort irgendwie. Keine Ahnung, zur Reparatur. Der hat ein neues System drauf bekommen. Wir haben die Pumpe ausgepackt, hat ein Teil gefehlt. Ja, müssen wir das jetzt noch organisieren. Ansonsten alles gut, ne? Ich habe nichts mehr gefilmt, es war einfach ein bisschen stressig, gell? Klopft an der Tür nonstop. Komm, Fausi, komm kuscheln. Komm zu Mama. Komm, komm her. Komm, wir kuscheln. Tale. Der will nichts mehr wissen. Ja. Komm! Das ist sein Bett hier. Wir haben es jetzt 21 Uhr. Was sind das für Geräusche hier? Sitze ich auf was? So eine Kröte hier. Keine Ahnung. Warte mal, ich habe hier so komische Geräusche gehört. Und guck mal, wie das... Das machen die Schildkröten, die tun das so verschieben. Was machst denn du? Habibti. Was ist das? Hat die Eier gelegt oder was? Was machst denn du da? Ist dir zu warm? Ich hol die mal raus. Stimmt doch was nicht. Alles okay? Warte mal. Stell dir mal vor, so eine kleine Schild. Die tut mal das Bett da hin und her schieben. Na, die kann noch keine Eier legen. Der Gobi schläft hier. Nee, schläft nicht. Der wartet, der denkt, es gibt noch was. Du, gell? Ich löse. Nur am Futtern ist der. Ja. Die vertragen sich mal. Und dann streiten sie sich, die beiden. Fausi und Sheila, gell? Heute hat die Sheila dich gelaust, gell? Weil ich nicht da war. Ja, ich habe mit der Ilka gewartet, bis mein Schwager, heute hat er sich richtig verspätet. Naja, seht ihr mal, oh, ich guck mal das Mäulchen, oh. Kommst du zu Mama? Ne? Ich will ihn probieren, dieses Ding da anzubringen, aber das wird nicht klappen.
Ja, das ist von der Sheila. Schau mal, Fausi, ist das nicht schön? Ist doch was Tolles. Das weiß der. Schau, was das ist. Komm, vielleicht will ich doch auch mal wieder rausnehmen. Ich krieg das nicht mehr hin, der will das nicht. Der hat gesehen, dass ich mit dem komme und dann kommt er nicht zu mir. Ja, komm, guck mal, wie er abhaut. Komm da, nimm's. Ja, das war der Sheila erst. Das ist ja jetzt zu groß. Das wollte ich dir rummachen. Meschi? Okay? Stinkt's? Aber das riecht doch gut. Ist doch super. Mmh, was Tolles. Ja, Labina? Nein, der ist müde. Ja, Fausi, nachts wird er zickig. Was ist das? Die will mich wieder anbinden. Du nur das Hüftband. Dann können wir nämlich morgen wieder raus. Dann will ich mal wieder zum Feld gehen. Muss die eine ein bisschen schockieren, dass wir ein bisschen spazieren gehen. Guck, wie süß der immer mit dem Bubu macht. Guck mal, ich will schlafen, lass mich. Ja. Heidenei. Bist du so müde? Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn der kleine Fausi schläft, drum schlaf auch du. Schlaf, Fausi, schlaf, der Papa schlägt dich scharf, die Mama rennt aufs Feld hinaus. Und dann ist der Streit bald aus. Schlaf, Fausi, schlaf. Ja gut, Leute. Besser wird's nicht. Ja, Mausi macht Pfannkuchen übrigens. Und Mahmoud repariert was im Bad. Der Schlauch ist gerissen unterm Waschbecken. Hat er neuen Schlauch geholt. Ja, ich habe heute ins Haus geputzt. Oh, was will ich sagen? Also, nichts groß, gell? Aber ich war heute Tierärztin. Mein Mann hat gesagt, was hast du verdient? Ha, nix. Alles für umsonst. Guck mal, wie der geht uns eins ran. Was ist denn los? Oh, Bubi. Lass mich, ich will schlafen. Guck mal, da halte ich noch das Licht in dein Gesicht, gell? Oh nein, lass mich. Der ist so hübsch, der Fausi. Ich habe heute mit meinem Bruder im Messenger haben wir Videochat gemacht. Dann hat der Fausi ihn gesehen. Da sagt mein Bruder, wenn ich komme, hat er Respekt für mich. Ich bin nämlich ein Silberrücken-Gorilla. Okay? Ja, mein Bruder hat schon weiße Haare. Das lügt doch den Fausi nicht, gell? Guck mal, wie der sich streckt wie ein Mensch. Mashallah. Habibi. Ne? Habibi, ja. Mein Baby, mein Süßer. Der hat so einen Huckel auf der Nase, einen ganz süßen. Was machst denn du da, Sheila? So wie ein Verbrecher da hinten. Ne? Na gut. Ich probiere jetzt mal das anzuziehen. Wenn es klappt, seht ihr es. Wenn es nicht klappt, dann wünsche ich euch alles Gute. Einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis die Tage. Maschilema. Bye, bye. Willst du mein Kopftuch? Ich will mich bedecken. Das ist auch so. Also, tschüss. Ist der goldig. Guck mal. Oh. Kuschelt da mit seinen Kuscheltierchen. So, eine Runde. Heute ist der 7. Tag. Mandy, nein. Die Mandy holt die Babys raus und spielt mit denen. Und die Paris macht nichts. Dann sagt die Princess. Und dann sage ich, guck mal. Dann geht sie und wollte ihre Babys angucken. Dann kriegt sie erstmal eine Ohrfeige von der Mandy. Die Princess, die Alexis, die kriegt eine Ohrfeige. Die Mutter kriegt eine Ohrfeige von der kleinen Mandy. Geh weg, das sind meine Kinder. Und die schreien und schreien und haben Durst. Heidenei. Du Mandy, wo ist sie? Du bist so aktiv und so frech. Alhamdulillah. Wenigstens eine Freche, gell? Ja. Okay, Leute, ihr habt gesehen, ich habe es nicht geschafft mit dem Fausi. Der ist so schlau. Der ist so schlau. Der weiß ganz genau.
Wenn ich das Band in der Hand habe, was das ist zum Anbinden und das will er nicht. Also da muss er halt im Käfig bleiben, bis er es macht. Gut, also wir gehen jetzt rein. Ist schon spät. Was willst du jetzt? Ist voll, guck mal, der Schwanz. Das sieht aus wie ein Tannenbaum. Jetzt ruft der Furzel. Ja, Labina, hupsala, ich fall um. Du, also, und der Tiki, der ist müde. Der ist so ein kleiner Garfield. Hier schon gegossen, wie ihr seht. Ja, Mama kommt. Was ist mit denen? Was haben die gesagt? Lotte. Die wollen in den Swimmingpool, gell? Halt, nein. Den Ratten geht's gut, wollte ich gerade sagen. Den Kaninchen geht's gut. Den Ratten. Also, nee, ich hab's Kopftuch. Ja, Ratten. Ich hatte doch mal Ratten, weißt du doch. War ganz toll. Okay, also gut's Nächtle, ihr zwei Schwangeren. Wenn sie schwanger ist. Okay, also das war's im Video, Leute. Bis die Tage. Uah. You sit bis die Tage. Marcelema, bye bye. Now you want to make it? Yes. Hey, well, good. One bus. Two. You make it, we make it. I don't want now. Man, I want to go just, in the bed. I finish it and it will be ready for Bukha. Okay, it's and nice. Eine Glace. Schönes, schöne Kette. Habibi! Das ist doch mein Baby. Oh, Baby. Also weich. Look how he look. Guck die Oma. Das war und du lachst. That you touch the cat with your head. Also. The first time. I cannot touch you 2 days now. I feel yach from you. Ich ekel mich jetzt 2 Tage vor ihm. Er hat die Katzen angefasst. Also, Leute. Stress me with your touching all the day. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hode. I will go. Ne Gläs. Schukran. I go inside now. I have enough. So. Das war's mit dem Video. Bis die Tage. Wie oft sagen wir das noch, gell? Marcelema, bye bye. Marcelema, bye bye. Guck mal, ganz rote Augen hat die. Vom Tauchen. Aber die will jetzt auch noch mal gehen, sag ich. Ah, nein. Jetzt gehen wir ins Bett. Also, gell. Tschüssinger. Tschüssinger.